Zur Anmeldung in der Nextcloud öffnen Sie bitte intranet.bs-achern.de. Klicken Sie auf Nextcloud und Sie werden zur Anmeldeseite weitergeleitet. Dort geben Sie Ihren Benutzernamen ein. Vorname.Nachname für Schüler oder das Lehrerkürzel für Lehrer. Achten Sie darauf, dass die Schreibweise genau wie in den Computerräumen ist. Das Passwort ist ebenfalls identisch mit den Computerraumpasswörtern. Klicken Sie auf Anmelden und Sie werden auf die Nextcloud-Startseite weitergeleitet. Dies kann einige Zeit dauern. Auf der Startseite der Nextcloud sehen Sie Ihr Home-Verzeichnis. Beim Anklicken werden Sie noch einmal nach Benutzernamen und Passwort gefragt und danach haben Sie einen vollen Zugriff auf die Verzeichnisstruktur, wie Sie es aus dem Computerraum kennen. Sie finden Desktop und alle Ihre gespeicherten Dateien. Außerdem finden Sie auf der Hauptseite Dateien, die Sie von anderen Mitarbeitern geteilt bekommen haben. Wenn Sie selbst eine Datei teilen wollen, klicken Sie auf das Teilen-Symbol und bei Name wählen Sie entweder den Benutzernamen eines anderen Benutzers aus oder wählen eine komplette Gruppe. Sie können nur mit Gruppen teilen, in denen Sie auch selbst Mitglied sind. Um eine Gruppe zu wählen, geben Sie Schule minus ein und normalerweise werden die Gruppen, in denen Sie Teilnehmer sind, angezeigt. Hier die Gruppe Schule minus Test. Nun ist diese Datei für alle Mitglieder der Gruppe geteilt. Auf den drei Pünktchen können Sie noch einstellen, ob Sie die Bearbeitung für alle auf der gleichen Datei erlauben wollen. Das heißt, alle Änderungen von jedem Mitglied der Gruppe werden in dieser einen Datei stattfinden. Wenn Sie dies nicht möchten, entfernen Sie den Haken Bearbeiten erlauben. Die Datei taucht im Heimatverzeichnis aller Benutzer auf. Da Sie das Bearbeiten nicht erlaubt haben, müssen sich die Nutzer jetzt diese Datei zum Beispiel verschieben oder kopieren oder herunterladen, um sie selbst bearbeiten zu können. Wenn Sie für einzelne Schüler Dateien zur Verfügung stellen, können Sie auch Aufgabe 1 für Tim, Aufgabe 1 für Marie erstellen und die jeweils nur mit den einzelnen Schülern teilen. Dann können die Schüler direkt nur auf dieser Datei arbeiten und Sie haben die Ergebnisse direkt. Ansonsten müssen die Schüler die Datei in ihr Heimatverzeichnis verschieben und kopieren und können diese dann neu mit Ihnen als Lehrer oder Kollegen teilen.